Leute, willkommen zu einem etwas anderen Format. Sowas hat man eigentlich auf meinem Kanal noch gar nicht gesehen. Aber ich habe mir gedacht, jetzt passend zu meiner Situation. Ich habe ja vor 2 Tagen ein Infovideo hochgeladen, was die Gesundheit von mir angeht und generell auch die Gewichte und also das Gewicht generell. Ich habe mir gedacht von wegen, wie kann ich denn es so halt machen, dass im Endeffekt ich selber mich noch anspornen, mich immer zurückblicken kann, das war ich mal, weil das kann ich später gar nicht mehr machen. Und da kam mir so eine kleine Idee, ich werde, weil es ja alle 2 Tage kein Animal Crossing geben wird, das weiß ich auf jeden Fall, weil ich schon dann die Zeit Pause haben möchte, falls ich mal zum Beispiel weiß, am nächsten Tag keine Zeit, nämlich am Tag vorher feiern, habe ich 2 Tage vor Animal Crossing aufgenommen, ansonsten mal 1 Tag vorher, aber so habe ich halt ein Sicherheitsfenster. Auf jeden Fall habe ich mir Folgendes gedacht, ich werde einen kleinen, ein kleines Tagebuch, sag ich mal, ein kleines, ja, wie kann man sowas nennen? Notizen, ich habe keine Ahnung, wie man sowas nennen kann. Auf jeden Fall werde ich jetzt alle 2 Tage, beziehungsweise jeden Dienstag, jeden Donnerstag und jeden Sonntag so ein Video hochladen, so wie es meine Verfassung und so geht. Und halt mit dem Abnehmen und allem drum und dran. Ich muss bedenken, ich habe bei 161 Kilo angefangen, also es ist auf jeden Fall eine harte Geschichte gewesen. Und jetzt möchte ich gerne mit dem, was jetzt kommt, also ihr werdet gleich noch was sehen, müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden, tut mir leid an der Stelle, mit dem, was jetzt der Fall halt ist, möchte ich mich selber noch antreiben, damit ich jedes Mal zurückgehen kann und sage, so, da möchte ich nicht mehr hin. Und ich weiß nicht, wie lange es gehen wird, auf jeden Fall werde ich mein Ziel erreichen wollen, so viel sei gesagt. Das heißt also, das wird erstmal weiterhin kommen, diese 3 Schichten, ich sag Schichten schon, diese 3 Tage in den Wochen, also so viel sei gesagt. Auf jeden Fall kommt es dann und ja, ich weiß nicht, ihr sagt vielleicht, es interessiert mich nicht. Es ist mir auch egal in der Hinsicht, es gilt ja auch jetzt, das ist jetzt mal wirklich ein Video, das ist nicht für euch gedacht, es ist selber für mich gedacht, dass ich auch jedes Mal zurückgehen kann, zum Beispiel gucke ich mir dieses Video an und dann weiß ich von wegen, da möchte ich nicht nochmal hingehen, das ist nicht mehr das, was ich erreichen möchte, ich möchte da unbedingt weg, ich möchte da nicht wieder zurück, ich sehe, wie, ich nehme es mal wortwörtlich, fett ich da bin und das muss weg und ich denke mal, wenn ich optisch sehe, was ich mal war, und optisch auch sehe, was ich nicht mehr werden möchte, also was ich hinter mir gelassen habe, dann glaube ich, ist für mich auch selber ein kleiner Ansporn und deswegen wird es jetzt halt, wie gesagt, am Dienstag, am Donnerstag und am Sonntag dieses Videoformat geben. Sieht wie folgt aus, es gibt einmal kurz vorab so ein kleines, so ein bisschen werde ich darüber sprechen, was ich gemacht habe, beziehungsweise wie es mir momentan geht. Und so weiter und so fort. Ich werde natürlich das alles in Tage berechnen. Jetzt sagen viele, fang noch mit Tag 1 an. Nein, ich werde hier in dem Fall jetzt Tag 38 mit meiner Diät. Und ich werde auch mit Tag 38 anfangen. Also das ist heute Tag 38 in der Hinsicht. Aber ich werde heute noch nicht darüber reden. Ich werde am Donnerstag darüber reden. Wenn es dann Tag 40 ist. Und ja, so viel sei gesagt auf jeden Fall. An der Stelle möchte ich euch dann sagen, nimmt es mir nicht böse, wenn ich jetzt so ein Format mache, aber für mich ist es dann selber besser und ich habe ein gutes Gefühl dabei, wenn ich sowas aushalte und mich angucken kann und sagen, ne, dicker Maser weg und fuchtelt mit den Händen da rum und keine Ahnung. Ja, ich habe keine Facecam an, aber das ist, ich habe auch die ganze Zeit die Augen zu, also von daher. Leute, ich würde sagen, morgen kommt, wenn ich das richtig gesehen habe, Spyro 3 auf jeden Fall. Müsste Part Nummer 12 kommen. Dann kommt Super Mario Galaxy auf jeden Fall mit Part Nummer 16. Da sammeln wir fleißig Sterne auf jeden Fall. Und am Abend kommt Animal Crossing, das weiß ich auf jeden Fall, denn das habe ich jetzt schon aufgenommen vor kurzem. Und nun ja, ich denke mal, wir sehen uns dann, wenn ihr da wieder mal eingeschaltet habt. Jetzt seht ihr noch kurz Ergebnisse, wie es gerade steht. Ich würde sagen, bis dahin, danke fürs Reinschalten und Masala Vista, Baby!